Hallo, hier ist wieder eure Hani und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing. Ja, ich habe drei bestellt bei DM, ne? Und das ist einer von den drei. Und ich würde sagen, wir machen den mal auf, ne? Gleich, ja. Die ganze Woche kommt jetzt die anderen zwei Adventskalender-Unboxing, ne? Ich habe versucht, ein bisschen festlicher, dass es so ein bisschen nach weihnachtlich aussieht. Was Festliches angezogen. Ich habe zwar ein Weihnachtsshirt bestellt. Das ist noch unterwegs, aber naja, mal gucken, wann es ankommt. Lichterkette, ne, damit das wenigstens ein bisschen weihnachtlichen Flair hat. Und guckt euch mal dieses Design an. Der Alverde Adventskalender, ne, das ist die Eigenmarke von DM mit Naturkosmetik. Ne? Ja, und den könnt ihr auch ganz gut transportieren. Weihnachtlich, ne, das sieht so toll aus. Ja. Also ich finde, der sieht besser aus wie letztes Jahr. Der vom letzten Jahr, fand ich, der sah jetzt nicht so schön aus. Da finde ich den schöner. Na, also, ja, ich bin gespannt, was inhaltmäßig drin ist. Ein bisschen konnte ich schon erlünschen. Da war so ein großes Blatt hinten oben. Aber habe ich sofort abgerissen, weggeschmissen, damit ich nicht drauf gucke. Aber beim Drüberlünschen habe ich schon ein bisschen gedrückt, um zu gucken, wie das so geht. Versuche mal ganz vorsichtig aufzumachen. In der Nummer 1 haben wir... Und guckt mal, hier sind sogar auch Bildchen drin in den Türen. Seht ihr das? Na, bei Valea habt ihr Sprüche und hier sind Bildchen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Und die Produkte gehen leicht raus, also kann ich mir, glaube ich, die Nagelfeile sparen. Hier haben wir einmal eine Pflegedusche Bio Kokomba. Guckt mal, ist natürlich auch alles ein weihnachtliches Design. Ne? Das ist natürlich, finde ich, natürlich wieder schön. Sind natürlich bloß Probegrößen, ne? 50 Milliliter. Ja. Ich würde sagen, wir schnuppern einfach mal, wie Bio-Kurkuma riecht, Kurkuma, weil ich habe noch kein Alverde-Produkt, noch nie benutzt und ich habe auch keine zu Hause. Die einzigen Alverde-Produkte, die ich habe, sind diese zwei Rouges, die in der Adventskalender-Invasion, die ich drin hatte, bei dem Brigitte-Box-Adventskalender, andersrum waren im Brigitte-Box-Adventskalender drin, ne? Was ich letztes Jahr in der Adventskalender-Invasion euch gezeigt habe, blende ich hier zum Schluss mal ein meiner Adventskalender-Invasion. Mal gucken, wie ich es dieses Jahr mache. Oh, also es riecht sehr weihnachtlich. Mmh. Oh Leute, das riecht wirklich gut. Bio-Kurkuma, ne, herrlich. Und guck mal, hier ist, das riecht wirklich süßlich. Bin schwer in Düfte beschreiben, es riecht halt süßlich weihnachtlich. Mmh. Denn hier, was das ist, ne? Okay. 3-in-1 Beautyöl mit Bio-Arganöl, Anwendung zu jeder Jahreszeit auf Gesicht, Körperhaare und Haare auftragen und einmassieren. Ja, also gut. Haben wir ein 3-in-1 Beautyöl. Ne? Ist ja klar bei Naturkosmetik, weil überall, denke ich mal, wird oben stehen Bio. Mit Bio-Arganöl. Ja, also ist für Gesicht, Körper und Haare. Auftragen und einmassieren. Okay. Ein Öl. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ne? Öl kann man ja im Winter sowieso generell, glaube ich, gut gebrauchen. Hier steht zwar zu jeder Jahreszeit. Der Duft ist eher, ja, ist auch ein bisschen süß, aber neutral. Recht neutral. Also der hat jetzt keinen bestimmten Duft. Mit Argan, Mandel und Bambusöl aus kontrolliert biologisch. 3. Ich liebe Adventskalender-Unboxings. Habe ich das euch schon mal gesagt? Ich könnte jeden Tag Adventskalender aufmachen. Die 3 haben wir hier unten. Oh, das ist recht groß. Ich denke mal, was zum Baden. Oder eine Maske. Es ist Badesalz. Ja. Was haben wir hier drin stehen? Badesalz-Anwendung. Ja, hier habt ihr dann... Ja, hier ist auch Bildchen und dann steht hier auch, ja, hier steht auch Anwendung. Naja, gut, wir wissen alle, wie man Badesalz, glaube ich, anwendet, ne? Ja, Badesalz mit Meersalz. Und guckt mal, habt ihr so Vögelchen um und natürlich so im Winterdesign, ne? Kann man durchschnuppern? Nö, man riecht leider nichts durch. Hier ist auch keine Duftprobe oben dran. Nö, schade. Ja, ich bin gespannt, ne? Wie das so schnuppert, werde ich euch in einem Aufgebraucht auf dem Laufenden halten. Ich weiß noch nicht, ob ich wieder so extra aufgebraucht mache von den Kalendern, wo ich meinen Senf dazu gebe, wie mir die Produkte gefallen haben. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache, aber könnte ich eigentlich mal. Relativ groß.
habt da auch wieder Bildchen, ne? Ah ne, könnt ihr gar nicht sehen. Da ist ein Bildchen mit Vögelchen. Also ein Bildchen, nicht ein Bötchen, ein Bildchen. Ja, wenn die Hanni wieder undeutlich spricht. Ja, da haben wir hier ein Bodylotion. Hier befindet sich eine Bodylotion, ne? Mit Ingwer. Auch wieder natürlich mit Bio. Ja, es ist eine ganz normale Bodylotion. Hier riecht mal. Oh, Ingwer Bodylotion. Puh. Oh ja. Man riecht die Ingwer ein bisschen raus, aber okay, ich bin gespannt, ne? Wie die so. Ja. Nani ist manchmal ein bisschen. Ja. Dann kommen wir zur 5. Mein Gott, hattest du doch schon mal. Die haben wir hier oben. Was haben wir denn? Ja. Oh. Da steht wieder Anwendung, ne? Morgens und abends angefeuchtetes Gesicht, Hals, Dekolletébereich auftragen und anschließend sorgfältig reinigen. Überschüsse abnehmen, Augenbereich ausspannen. Ja, okay. Einreinigungsbalsam mit Mandelöl und Aloe Vera. Ne? Mandelöl, Aloe Vera. Das sind natürlich auch schöne Reisegrößen, ne? Also kann man sich eigentlich auch mal so als Reisegröße aufheben. Aber ich probiere die trotzdem durch. Ja. Reinigungsbalsam. Gut, ja. Oh, oh. Ja, man riecht Mandelöl, riecht man raus. Aloe Vera hat ja auch mehr, glaube ich, so einen neutralen Duft, ne? Aber das Mandel riecht man raus. Okay, da bin ich gespannt, ne? Für Make-up, Schmutz, okay. Ob die immer so denken, die die Kalender befüllen, das ist dann halt immer so eine andere Sache, ne? Ja. Da haben wir, habt ihr auch wieder mit so Bildchen. Aha, Beutel für Gemüse ist das. Bei 30 Grad waschbar? Ja, gut. Ein Beutel für Gemüse, ne? Ja, finde ich, ist eine gute Sache. Aber, oh, der ist recht groß, Leute. Okay, passt viel rein, ne? Ja, so ein Gemüsebeutel ist das. Ja, alles gut und schön. Trotzdem, wenn ich mir so loses Obst, Gemüse oder so kaufe, oder ja, das ist auch zum Transportieren besser, ja, muss ich gucken. Oder man, vielleicht wird das auch weiter wandern, ich weiß es noch nicht. Packe ich das immer in eine Tüte, ne? In so eine kleinen Tüten, die immer so bei die Obst- und Gemüsestände mit dran sind. Und die schmeiße ich nicht zu Hause weg. Nein, für die 7. Oh, das ist schön. Ja, hier steht keine Beschreibung dazu. Hier ist nur eine Nikolausmütze abgebildet. Hätte die nicht hier in der 6 abgebildet sein müssen? Naja, egal. Hier haben wir eine 24-Stunden-Feuchtigkeitscreme. Mit Bio-Kokosöl. Ja. Okay, ne? Jo. Kann man früh und abend nehmen? Jo. Kann man früh und abend drauf machen. Tragen Sie die Creme Augenbereich aus. Genau. Also 24-Stunden-Creme gehe ich mal von aus, dass man die abend drauf machen kann. Und das riecht gut, ne? Das riecht alles angenehm süß, alles sehr süß, ist ja klar, Weihnachten, ne? Aber obwohl jetzt hat sie so einen komischen Nachgeruch gehabt. Naja, obwohl, der verfliegt schnell. Aber trotzdem, ne? Ja, da freue ich mich drauf. Also wenn ich dann noch den Balea-Adventskalender aufmache. Und was weiß ich noch für Adventskalender, die ich unboxen werde oder denn für mich habe, jeden Tag, die ich aufmache. Ey, da habe ich Pflege fürs nächste halbe Jahr, wenn überhaupt fürs ganze Jahr. Da wollen wir darum keine Gedanken machen, ne? Das ist dann halt irgendwo gut. Wir hier ist keine Beschreibung mit drin. Cremedusche mit Bio-Passionsblume. Na klar, Naturkosmetik-Adventskalender erwartet man alles mit Bio, ne? Jo. Riecht blumig süß. Okay. Ich bin gespannt. Ich mag ja immer so Duschen, die lange auf der Haut nachrichten. Ne? Also die dürfen nicht gleich nach dem Abduschen verfliegen. Mann, ich will noch eine Weile was von haben.
Und ich bin gespannt, wie die so sind. Na, haben wir wieder eine Cremedusche mit Passionsblume. Okay, dann kommen wir jetzt zur 9. Das ist die letzte einstellige Zahl. Gleich, ne, geht's zum zweistelligen Bereich. Hier haben wir, oh, Handcreme. Handcreme ist immer gut. Also ich habe jetzt viel Handcreme benutzt wegen Corona-Zeiten, viel Desinfizieren und alles so weiter. Und ehrlich gesagt, kann man das, habe ich auch im Sommer Handcreme benutzt. So sieht's aus, Hami. Quatsch nicht so viel, zeigt die Produkte. Da ist ein Schlitten oben. Also ich finde, die haben sich wirklich Mühe gegeben vom Design her. Ne? Also finde ich nicht verkehrt. Ich nehme jetzt mal die andere Hand. Ja, Karité-Butter, so riecht also Karité-Butter. Riecht fruchtig, das hat so einen exotischen, fruchtigen Duft. Okay, zieht die schnell ein. Naja, wir werden es gleich nochmal sehen. Haben wir auch bloß wieder Bildchen, ne? Und, ach, eine Augencreme. Ich liebe Augencreme. Augencreme ist gut. Augencreme mit Hyaluron. Da steht aber nicht Bio. Ist da etwa kein, soll das kein Bio-Produkt sein? Naja. Eine Augencreme, die zartpflegende Formulierung mit Hyaluron, spendet der sensiblen Haut um die Augen intensive Feuchtigkeit und pflegt sanft. Sie hilft, gegen Trockenheitsfältchen vorzubeugen und verbessert die Elastizität der Haut. Morgens und abends nach der Reinigung auf Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. Ja, das ist die Augencreme. Der Duft wird, denke ich mal, wird jetzt nicht so neutral. Ein bisschen riecht danach was, aber... Ja, aber ist okay, ne? Ja, haben wir auch eine Augencreme. Also die große Tube, 20 Milliliter, die reicht bei mir, also so eine Augencreme, Leute, reicht bei mir ein ganzes Jahr. Also 20 Milliliter? Man kommt ja schon mit den kleinen Augencremes lange hin. Okay, ich bin gespannt. Also da habe ich das ganze Jahr eine Augencreme, Leute. Ja, ne? Einklopfen. Lässt die sich gut einklopfen? Naja, geht so. Gesichtspflegeöl, und da haben wir wieder eine Beschreibung. Ne? Wenige Tropfen Öl auf das gereinigte, noch leicht feuchte Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren, danach die gewohnte Pflege verwenden, Augenbereich aussparen. Okay. Ein Gesichtspflegeöl, wieder mit Mandelöl. Ja gut, Öl benutze ich, wie gesagt, immer nur im Winter. Im Sommer brauche ich das jetzt nicht so. Na, das ist jetzt nicht so meins, im Sommer Öl zu benutzen. Ja. Zarten, angenehmen Geruch, ne? Okay, Gesichtspflegeöl. Dann kommen wir jetzt zur 12. 12 ist schon Halbzeit. Dann kommen wir jetzt. 12 ist Halbzeit, ne? Oder? Ja, 12 ist Halbzeit. Dann kommen wir jetzt zur Halbzeit. Ja, da ist es Halbzeit. Oh, was haben wir denn hier? Reinigungspad. Ein Reinigungspad, hier steht wieder beschrieben, ne? Das ist gut. Da freue ich mich sehr. Ein Reinigungspad. Und das Gute ist, bei diesem Reinigungspad sehe ich nämlich gerade, wo geht es denn hier auf, Leute? Du kannst hier deine Fingerchen reinschieben, ne? Das finde ich gut. Weil man hat so manche Pads, wie die Glove Pads, naja, die rutschen so hin und her. Aber bei denen ist es gut, hier kannst du so deine Fingerchen reinmachen, ne? Genau, befeuchten Sie die Pads mit klarem, warmem Wasser und reinigen Sie das Gesicht bei Bedarf. Kann natürlich auch ein Gesichtsreinigungsmittel nach Wahl auf das Pad gegeben werden. Die Pads sind bei 40 Grad waschbar. Sehr schön. Ich wasche meine Pads sogar bei 60 Grad. Wie gesagt, das geht auch klar. Ja, finde ich gut. Ich freue mich sehr. Süß. Eine Bodylotion. Ja, Bodylotion kann man immer gut gebrauchen. Ne? Im Winter braucht man das viel. Oh. Bleibe stehen, du. So, mit Macadamia-Nussöl. Oh.
Übrigens, hinten sind auch Bilder, ne? Auf jedem Produkt. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Hier ist ein Mützchen abgebildet und hier hinten Ski. Das finde ich ganz cool, ne? Also da hinten habt ihr auch Bilder. Ja, Body Lotion. Das wird gleich alles hier mal ausgetestet vor Ort. Oh, nochmal jetzt ein bisschen viel. Ich wollte eh nachher erstmal duschen gehen. Ja, ich gehe nachher noch weg. Oh Mensch, die lässt sich aber. Oh, halt, da weiter. Also, das Macadamia-Nussöl, das riecht mal ganz schön raus, Leute. Oh, herrlich. Da kriegt man ja richtig Hunger. Da kriegt man richtig Hunger, Leute, sag ich euch, bei dem Kalender hier. Oh, riecht gut, das riecht wirklich gut. Geil, richtig toll. Dann kommen wir ja jetzt schon zur 14. Nur noch 10 Tage bis Heiligabend, na? Und machen wir so Glocken abgebildet, ein Bildchen. Hier haben wir ein Waschgel, zart schäumendes Waschgel mit Aloe Vera. Oh ja, ich liebe Waschgel, nehme ich immer und gerne und viel, früh und abend nehme ich das. Ja, fürs Gesicht, ne? Ja, ich denke, zarte Schäume, Waschgel mit Bio-Aloe Vera befreit die Hautsanftung und Verschmutzung und Ablagerung an. Dann schäumen Sie das Waschgel mit etwas Wasser. Genau, verteilen Sie es auf Gesicht und Hals. Da mache ich immer nicht, ich nehme es nur immer fürs Gesicht. Ja, ne? Wir wissen alle, Waschgel fürs Gesicht ist immer gut. Und dann schnuppern wir gleich mal dran. Ich finde schon die Designs niedlich von dem Kalender. Kommt, Leute, das ist schon geil. Finde ich schick. Mir gefällt das. Also mir gefällt der Kalender bis auf den Gemüsebeutel, gefällt er mir gut. Oh ja, das riecht auch sehr gut. Leute, jetzt weiß ich, wie Aloe Vera riecht. Oh. Ey, dieses Macadamia-Nussöl riecht man immer noch, Leute. Es verfliegt nicht so schnell. Och, ich bin so gesch. Oh, ich bin ja jetzt schon. Man müsste Alverde versus Balea-Produkte machen. Ne? Von dem Kalender, welche Produkte besser waren. So müsste man es eigentlich machen. Oh, Leute, also die Gerüche sind wirklich der Oberhammer. Oh, ich bin richtig gespannt auf die Produkte, was die alles so machen. Ich bin richtig. Könnte ich jetzt sofort gleich loslegen hier, ne? Aber ich will die mir erstmal aufheben für Weihnachten, für Winter, ne? Jetzt im Herbst. Nein, da habe ich erstmal andere Sachen. Leute, das riecht alles so gut. Wirklich. Habt ihr jetzt nicht gesehen, da sieht man auch schon mal. Ein paar Ski sind abgebildet. Seid ihr so, könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, seid ihr mehr so Sommerurlauber oder Winterurlauber? Also ich muss euch ehrlich sagen, so Winterurlaube, ja, würde ich schon jetzt so langsam doch gerne mal machen, weil wir hier seit Jahren keinen Schnee mehr haben und ich würde gerne mal wieder irgendwo schön Schnee haben wollen und wirklich mal in so einen Winterurlaub fahren wollen. Doch, da hätte ich richtig Bock drauf. Früher war ich nicht so scharf drauf. Aber dadurch, dass wir ja hier kaum noch Schnee haben, würde ich das gerne mal machen, ne? Nur könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr so seid. Sommerurlaub, Winterurlaub. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Skifahren kann. Ich weiß es nicht. Ein Augen-Make-up-Entferner mit Aloe Vera. Oh, das ist sehr gut, Leute. Augen-Make-up-Entferner geht immer. Fokussier doch mal endlich. Irgendwie will heute meine Kamera, macht heute, will heute nicht. Weiß auch nicht warum. Die will heute nicht. Augen-Make-up-Entferner. Ja, naja, klar. Wie soll die auch riechen? Ja, das hat auch einen sehr zarten Geruch. Das ist sehr gut. Augen-Make-up-Entferner ist gut, befreit das Gesicht. Oh Gott, das ist ja so verschwommen hier oben. Ich zeig euch das mal. Ey, als wenn ich schon gesoffen habe. Ehrlich. Das ist richtig verschwommen. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Könnt ihr sehen? Also wenn ich schon was getrunken habe. Befreit das Gesicht sanft von wasserlöslichem Make-up und pflegt gleichzeitig mit ausgewählten Ölen. Anwendung auf ein Wattepad geben und sanft über die geschlossenen Augen. Ja, gut, das weiß man. Hätte ich jetzt so nicht vorlesen wollen. Hier haben wir wieder nur Bildchen. Da steht mir, oh ja. Gesichtsmaske mit Aloe Vera. Gesundheit. Bringt einer Nies da draußen. Ich weiß bloß nicht wer. Ja, es ist momentan auch wieder ein bisschen Erkältungszeit. Also ich bin nachts aufgewacht, meine Nase war komplett zu. Und ich bin heute früh mit belegten Hals und mir geht es auch wieder ein bisschen. Also ich habe mir auch wieder ein bisschen was eingefangen. Genau, hier haben wir eine Gesichtsmaske. Guckt mal, da ist so eine süße Miezi oben.
Oh, guck mal. Oh Gott, die ist ja niedlich. Also ich muss sagen, da haben die sich wirklich Gedanken gemacht und das sind schöne Designs hier auf dem Produkt, muss ich jetzt wirklich sagen. Gesichtsmaske. Ja, schön. Reinige Gesichtsmaske mit Bio-Aloe Vera und weißem Tee-Extrakt befreit die Haut sanft von Verschmutzung und bewahrt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Ja, 10 Minuten oben lassen, einwirken lassen, ne? Und die Reste der Maske mit reichlich warmem Wasser gründlich abwaschen, bei Bedarf ein bis zweimal wöchentlich anwenden. Ja, mache ich auch immer so. Also Masken wende ich wirklich immer so ein bis zweimal die Woche an. Ja, sehr schön. 20 Milliliter, ne? Entweder 20 Milliliter oder 50 Milliliter. Und ich denke mal, das wird auch einen zarten, süßen Geruch haben. Ja. Jo, schön. Naja, Maske dürfen nicht zu penetrant riechen. Man muss es ja eine Weile oben lassen, ne? So, dann kommen wir zur 17. Oh, das ist wieder ein großes viereckiges Türchen. Duschsalzpeeling, Bio-Jojobaöl. Aha, ich bin eigentlich nicht so der, aber das wird auch mal ausprobiert. Duschsalz. Ach so. Ach, das ist ja flüssig. Nicht flüssig. Das ist nicht flüssig. Mein Gott, das ist nicht flüssig. Mit Bio-Jojobaöl kann man nicht durchriechen. Es ist, hört ihr das? Wie wendet man denn das an? Duschsalzpeeling, was lose ist. Die spezielle Formulierung kombiniert Peeling und Pflege in einem Produkt. Hochwertige Rezeptur ist natürlich Meersalz mit Jojoba, Magnolienblütenextrakt, entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen und unterstützt so ein geschmeidiges und gepflegtes Hautgefühl. Duschsalzpeeling nach Bedarf mehrmals wöchentlich unter der Dusche anwenden. Auf der angefeuchteten Haut auftragen, mit leicht kreisenden Bewegungen einmassieren. Okay, mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen. Ja, okay, ich bin eigentlich nicht so ein Fan immer von diesen Peelings. Mal gucken, ob ich die mal aus, ob ich den ausprobiere oder nicht. Ich weiß noch nicht. Oder ob das mal, ob das weiter wandern wird. Ich gucke mal. Ich muss gucken. Da kann ich mich immer noch entscheiden. Wenn nicht, wird es mal mit in einen selbstbefüllten Adventskalender landen. Ja. Oder ich probiere es mal aus. Ich weiß es noch nicht. Das entscheide ich, ob ich das für mich behalte. Das muss ich noch. Muss ich noch entscheiden. Ja. Dann kommen wir jetzt zur 18. Oh, hat kaputt gemacht. Einmal, ja, oh, ah. Ja, der kommt sowieso weg, ne? Hier ist bloß eine Schneeflocke abgebildet. Fußcreme, ah, genau, die darf auch nicht fehlen, ne? Fußcreme mit Bio-Pfefferminzextrakt. Aha. Oh, ich glaube, das ist so eine etwas kühlende. Oh Gott. Hani, du zeigst Ausschnitt. Sorry, Leute. Ja, passiert halt manchmal. Im Eifer des Gefechts. So, sanft pflegende Fußcreme mit Bio habe ich doch schon mal vorgelesen. Ja, mit Pfefferminzextrakt. Hat die denn so einen kühlenden Effekt? Ich probiere die mal aus. So sieht es übrigens aus, ne? Ja, könnt ihr nochmal sehen. Fußcreme ist auch immer. Oh ja, das riecht. Es riecht pfefferminzig. Oh ja. Oh. Also die Produkte riechen wirklich alle super, Leute. Hat das so ein bisschen, kühlt das so noch ein bisschen nach? Dann ist es ja eigentlich mehr was für den Sommer. Ich habe nämlich so eine kühlende Fußcreme von Rossmann. Ja, die ist auch der Hammer, die ist gut. Naja, so leicht. Also der Pfefferminzgeruch riecht man voll. Aber so einen Nachkühleffekt hat es jetzt, glaube ich, nicht so. Aber okay. Ja, Fußcreme kann ich auch mal gebrauchen. Benutze ich auch immer. Ist immer bei mir am Start, jeden Tag. Dann kommen wir zur 19. Was haben wir denn hier? Ach, schon wieder eine Handcreme. Intensive Handcreme mit Bio-Granatapfel. Ja, schon wieder eine Handcreme. Ja, wie gesagt, das können wir ja sowieso alle gut gebrauchen. Aber diese kleinen Tuben werde ich, glaube ich, immer mit auf Arbeit nehmen. Es macht sich besser. Oder für die Handtasche, ne? Sind die, glaube ich, sehr gut geeignet. Aber mal gucken, vielleicht behalte ich nur eine Handcreme, weil ja, wir haben ja nur zwei Intensivhandcreme. Aber die ist mit Granatapfel, Hani. Und du liebst Granatapfel. Oh ja. Oh, so geil, so geil, so geil. Lecker, lecker, lecker. Na, vielleicht wird die andere weiter wandern. Und ich werde nur eine Handcreme halten. Ich muss gucken, Leute. Sonst habe ich wirklich echt zu viel von allem. Ich muss gucken.
wie gesagt, selbstbefüllte Adventskalender gibt's. Oder mal, vielleicht gibt es auch einen zur Verlosung. Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr lieb zu mir seid, verlose ich einen selbstbefüllten Adventskalender. Aber nur, wenn ihr lieb zu mir seid. Seid ihr aber alle. Ihr seid alle sehr lieb zu mir. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Außer die, die so Daumen nach unten geben. Nicht. Sind immer so ein bis zwei, drei Personen, ne? Die mir einen Daumen nach unten geben. Aber Leute, wisst ihr was? Das ist mir sowas von Schnuppe. Ne? Ich würde meine Zeit anders investieren, wie Daumen nach unten zu geben, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Weil dann müssen es doch so eine Leute sein, die Langeweile haben, ne? Also, naja, gut, egal. So, die nichts anderes zu tun haben den ganzen Tag, wie sich Videos anzugucken von Menschen, die sie nicht mögen und Daumen nach unten geben, da wüsste ich was anderes mit meiner Zeit anzufangen, Leute. So, muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Ja, so, dann kommen wir jetzt zur 20. Jetzt sind wir schon im Zweierbereich. Oh, es ist bald vorbei. Da haben wir einen Nikolausstiefel abgebildet. Wieder eine Duschcreme mit Kokosöl. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber das riecht gut. Es hat einen zarten, ne, mit Kokosöl. Ja. Es riecht alles super, Leute. Also da kann ich nichts gegen sagen. So, dann kommen wir. Bodylotion. Bodyfluid. Sogar ein straffendes Bodyfluid. Steht auch wieder mit. Aha, okay. Zweimal täglich am ganzen Körper mit kreisenden Bewegungen einmassieren. Ja gut, Leute. Ich creme mich nicht zweimal täglich ein. Ich creme mich bloß einmal am Tag ein. Und das reicht, weil früher hatte ich keine Zeit für so eine Faxen. Muss ich sagen, wenn ich auf Arbeit gehe, ne, da geht bei mir alles husch, husch schnell, da habe ich noch Zeit, mir ewig einzucremen. Oh, das riecht aber Body Bio-Zitrusöl. Nee, das riecht nicht gut. Zeige ich euch. Ja, damit soll man sich zweimal täglich einfluiten. Ja, nee, ich glaube, das wird weiter wandern. Nee, das ist irgendwie nicht so. Das riecht komisch. Das riecht komisch. Obwohl ich Zitrone mag. Ich mag zitrische Düfte, aber das riecht irgendwie komisch. 20. Ich denke, das Video werde ich wieder mittendrin mal ein bisschen schneiden müssen. Weil das wird sonst wieder zu lang werden. Eine Softcreme. Bio Aloe Vera. Hier ist bloß wieder ein Mistelzweig. Hier ist bloß ein Bild. Ein Mistelzweig abgebildet. Ja, Softcreme mit Bio Aloe Vera. So sieht sie aus. Ja. Und die nimmt man sanftpflegende Rezeptur für Gesicht und Körper. Aha. Mit Bio Aloe Vera, Vitamin E. Täglich abends nach der Reinigung auf Gesicht und Körper auftragen. Also nur abends. Hier steht nichts von morgens. Also soll man nur abends auftragen. Okay. Ja, Leute. Dann nehme ich das mal so als Abendcreme. Ne? Für die Nachtcreme. Ist ja für Gesicht und Körper. Dann werde ich die halt fürs. Dann werde ich eine Nachtcreme benutzen für Abend, weil meine Nachtcreme neigt sich nämlich bald dem Ende zu. Oh, die riecht gut. Oh ja. Die ich habe. Und dann nehme ich die halt dann als Gesichtsabendcreme, Nachtcreme. Ja, sehr schön. Ja, ich denke, die werde ich schon jetzt demnächst gleich benutzen. Ne? Ja. Ich habe überlegt, die Produkte wieder reinzustellen und mir Weihnachten wieder hinzustellen. Aber Leute, wir einen Tag vor Heiligabend ein Handhygienespray. Okay, ein Handhygienespray. Ja, ne, mit Bio-Orangenöl. Also so eine kleine Flasche macht sich ganz gut für unterwegs. Wenn man jetzt wirklich reinigt die Hände ohne zusätzliches Händewaschen. Das ist sehr gut und hinterlässt ein angenehmes, frisches und gereinigtes Hautgefühl. Ideal für die Hygiene unterwegs. Ja, die Hände, insbesondere die Fingerspitzen, 2 bis 3 Sprühstöße. Ja. Ja. Oh ja, das riecht sehr, ja, also finde ich eine gute Sache für unterwegs, ne? Und das passt auch in jeder Handtasche. Und ich sage mal, wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen geht und man hat dann doch noch so ein bisschen das Gefühl, nach den Einkaufswagen, die andere schon angefasst haben,
finde ich das ganz gut, dass man dann immer nach dem Einkaufen sich gleich die Hände denn vielleicht damit, ne? Ja, gleich damit einsprüht oder für, wenn man jetzt wirklich mal irgendwo, ich sage mal, auf Toilette geht, ich sage jetzt mal ein Dixi-Klo, wo du kein Wasser hast, ne? Auf den Dixi-Toiletten, das ist halt auf den meisten so. Ja, dann hat man wenigstens denn das hier, ne? Das Spray. Das Jutti ist ganz groß. Es ist Heiligabend. Und was haben wir denn? Oh, was ist das denn? Ach, das ist ja putzig. Ach Gott. Okay. Eine Rollkerze. Verwendung sind Bienenwachsplatte 20 Sekunden in den Handflächen erwärmen, dort auf die untere Kante der Wachspalette legen, an einer Seite ein Stück überstehen lassen und vorsichtig einrollen, aufstellen und anzünden. Ja, Leute, das klebt hier drinnen fest. Haben wir hier? Genau. Habe ich schon vorgelesen, wie man die anwendet? Ja, okay, du kannst dir selber eine Kerze rollen. Und dann steht hier, frohe Weihnachten wünscht das Alverde-Team. Na, das ist doch mal nett. Finde ich eine coole Idee, Leute. Kommt. Also, das hat man in, also, das feiere ich jetzt schon wieder ein bisschen. Das hat man sonst in keinem Adventskalender, sowas. Müsst ihr bloß gucken, ob ich das so hinkriege. Ja, mir die Kerze zusammenzurollen und, ja, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe. Ob ich mich da so anstelle. Okay. Ja, finde ich wieder cool. Mir gefällt das, Leute. Ich muss mal das aufmachen, rausholen. Oh ja, riecht halt nach Bienenwachskerze, ne? Ja, naja, dann bin ich ja mal gespannt, ne, ob ich das so hinkriege. Wenn nicht, ja, habe ich halt Pech gehabt. Vergehene war es, vergehene ist mir, aber ich werde mal mein Bestes versuchen, wie das so funktioniert hat. Ja, ihr Lieben. Das war der Alverde Adventskalender. Ich finde den gut, Leute. Ich würde euch empfehlen, die hätten noch eine Packung Badesalz mit reinpacken können. Wenigstens noch eine Packung Badesalz, ne? Das wäre noch cool gewesen, irgendwie. Ja, gut, aber dafür eine Handcreme weniger vielleicht. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen freue ich mich auf die Produkte. Holt euch den für 19,90, 19,95 bei DM. Leute, das geht klar, ne? Ich finde den gut. Also ich kann bis auf den Gemüsebeutel, ja gut, okay, man hat immer mal was drin, was einem nicht gefällt, ne? Ja, das war's. Das war mein erstes Adventskalender-Unboxing, der Alverde Adventskalender, ne? Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, darfst du mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen oder auch nicht. Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich bei Instagram auch bin. Habe ich das am Anfang des Videos erwähnt? Wenn nicht, bei Instagram bin ich auch, blende ich euch hier ein. Instagram-Account. Von den Adventskalendern, die ich letztes Jahr unboxed habe, nee, dieses Jahr habe ich auch schon drei unboxed. Ich habe zu Ostern den Douglas Adventskalender unboxed. Dann hatte ich jetzt im Sommer schon mal so einen günstigen, preisgünstigen Adventskalender unboxed mit ganz preisgünstigen Produkten. Ja, das seht ihr dann in den Unboxing-Adventskalender-Playlist. Meine Adventskalender-Invasion, wo ich jeden Tag im Dezember Türchen geöffnet habe, könnt ihr euch auch gerne angucken, wenn ihr wollt. Und den aktuellsten Upload und meinen Kanal, der völlig kostenlos ist, zum Abonnieren.